Vielen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank für diesen Wahnsinnsempfang. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier beim Kabarett auf Dreisat. Ich darf hier wieder junge, preisgekrönte, aufstrebende Kollegen vorstellen. Und wir sind heute Abend international besetzt. Wir haben Gäste aus der Schweiz, aus Österreich und aus Mainz. Und viele sagen, Kabarett an Karnevalssonntag. Ich weiß nicht, wie Sie das mit dem Karneval so halten. Karneval, ich stehe ja Drogenmissbrauch grundsätzlich tolerant gegenüber, meine Damen und Herren. Jeder soll auch seinen Spaß haben. Und wie sagt schon der Geländewagenhersteller, das Leben ist nur im Suff zu ertragen. Jeder Jeck ist anders. Des einen Eule ist des anderen Nachtigall. Sehen Sie, es gibt ja auch Leute, die halten Roland Koch und Wolfgang Clement für anständige Menschen. Das muss man ja auch einfach mal so stehen lassen können, oder? Jeder hat da seine eigene Form von Humor. Das ist das Schöne an der multikulturellen Gesellschaft. Wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft. Sehen Sie, da haben Sie Schützenfestumzüge. Da haben Sie Rosenmontagszüge. Da haben Sie Fronleichnamsprozession. Da haben Sie Love Parade, da haben Sie Christopher Street Day und die BAföG-Demo. Und diese ganzen Umzüge, die zeigen natürlich schon, dass wir ein gewaltiges Migrantenproblem haben. Wobei wir eben kein Zuwanderungsproblem, sondern ein Umherwanderungsproblem haben in Deutschland. In unseren Städten wandern ständig Menschen umher in großen Gruppen, die allen anderen völlig fremd sind. Und um das aushalten zu können, muss man eine gewisse multikulturelle Kompetenz entwickeln. Dazu gehört die Toleranz. Aber wenn man sie dann hat, ist man auch gestärkt im Kampf der Kulturen. Sehen Sie, viele haben ja Angst, dass eines Tages bei uns die Kopftücher zahlenmäßig stärker vertreten sind als die Pappnasen, sag ich mal. Und die Angst habe ich gar nicht. Denn sehen Sie, im Kampf der Kulturen tritt doch die islamische Welt mit einer einzigen Kultur an. Das ist die islamische Religion. Wir Deutschen aber, wir können auf eine multikulturelle Kampftruppe zurückgreifen. Bei uns kämpft die Popkultur Rücken an Rücken mit dem Musikantenstaat. Bei uns stehen diverse Religionsgemeinschaften neben Atheisten, Nihilisten, Anarchisten, Karnevalisten und Journalisten. Sehen Sie, wir haben Kommunisten, wir haben Kapitalisten, wir haben Sozialisten und die, die sich nicht entscheiden können, also Sozialdemokraten. Das ist doch großartig, dieses Multikulturelle. Sehen Sie, wir sind doch kulturell so breit aufgestellt, dass eine feindliche Übernahme durch eine einzige fremde Kultur eher unwahrscheinlich ist. Also seien wir froh über die multikulturellen Aspekte in Deutschland. Was wäre auch das Gegenteil von Multikultur? Monokultur, oder? Monokultur, da ist noch jede Zivilisation dran kaputt gegangen. Inzucht, das kennen Sie von europäischen Adelshäusern. Da stehen Sie dann eines Tages vor Prinz Charles oder Prinz Pipi Prügel von Hannover oder so. Ne? Aber wir sind multikulturell und wir sind dankbar, dass wir multikulturell sind, meine Damen und Herren. Ja, darauf sollten wir wirklich stolz sein in diesem Land, weil es wird uns ermöglichen, uns gegen diese Monokultur langfristig auch durchzusetzen. Natürlich haben wir Leute, danke, das ist doch, nein. Natürlich gehört diese gewisse Toleranz dazu. Ja? Sehen Sie, wenn ich meine multikulturelle Toleranz mal so richtig ausleben will, dann greife ich zum Beispiel zu diesem vielgelesenen Presseorgan, bei dem ich mich immer frage, seit wann Körperöffnungen zu Organen zählen. Und da lese ich dann zum Beispiel, jetzt nach der Hessenwahl, lese ich dann, dass die Linken, also das Tolle ist, die zählen ja die SPD zu den Linken. Die Linken hätten eine Schmutzkampagne gegen Roland Koch gefahren. Das muss man sich mal vorstellen. Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Und jeder Dreck braucht eine Schleuder, die ihn verbreitet, meine Damen und Herren. Sehen Sie, aber so sind sie, die Roland Kochs dieser Welt. Schamlos pissen sie in der Öffentlichkeit gegen den Wind und jammern dann rum, wenn ihre eigene Hose dabei nass wird.
Womit wir endgültig bei den Ganzjahreskarnevalisten angekommen sind. Unsere Ganzjahresjecken, die treffen, die halten ihre Sitzungen ab in diesen Plenarsälen. Da werfen sie mit ollen Kamellen um sich, an denen sich das Volk die Zähne ausbeißen darf. Im Parlament werden wunderbare Witze erzählt. Kennen Sie den Witz von der Riester-Rente? Kennen Sie den? Großartig. Kommt ein Mann, der sich 30 Jahre lang die Riester-Rente vom Mund abgespart hat als Geringverdiener, kommt er mit 67 zum Sozialamt und dann kriegt er zu hören, dass mit der Riester-Rente hätten Sie sich sparen können. Das ist doch großartig, oder? Jetzt haben die von Monitor denen die Pointe geklaut. 30 Jahre zu früh erzählt. Ist natürlich doof. Der Monitor hat den Geringverdiener erklärt, dass sie im Grunde für den Arsch riestern. Also für den Arsch, der ihnen die Rente verkauft hat. Und der Erfinder der Riester-Rente, der kennen Sie noch, dieser schlecht verfugte Fliesenleger. Mein Gott, Walter Riester, der hat sich tierisch aufgeregt. Haben Sie mitbekommen? Der hat sich nicht aufgeregt, weil er endlich begriffen hat, was er da für ein Gesetz gemacht hat. Nein, der hat sich aufgeregt, weil Monitor den Leuten das erklärt hat. Und das ist gute politische Tradition. Wolfgang Clement zum Beispiel, der hat damals Hartz IV gemacht. Können Sie sich an den erinnern? Das erste Gesetz von Hartz IV, die erste Version, da konnten 17-Jährige, die keinen Bock mehr auf zu Hause hatten, ausziehen und Hartz IV beantragen. Als die ersten jungen Leute das machten, weil sowas spricht sich auf dem Schulhof ja rum. Schneller als binomische Formeln, ja. Als die ersten jungen Leute auszogen, da schimpfte der Clement im Fernsehen rum. Meinen Sie, der Clement hätte geschimpft? Welcher gottverdammte Vollidiot hat denn dieses völlig bescheuerte Gesetz gemacht? Nein, der Clement hat die jungen Menschen beschimpft, die das Gesetz in Anspruch genommen haben, weil sie es im Gegensatz zu ihm offenbar gelesen hatten. Und dieses Schimpfen auf die Jugend, das ist bei uns traditioneller Bestandteil der deutschen Alterskriminalität. Unter uns, die Jugend hat noch nie was getaucht, oder? Das war schon immer so. Das war schon zu meiner Jugend so. Und die Jugend heute, die interessiert sich doch für gar nichts mehr, oder? Für Politik interessieren sich junge Leute schon gar nicht mehr. Und deshalb heißt es, gibt es ja auch keine jungen politischen Kabarettisten mehr. Sehen Sie, wer so redet? Der hat von Kabarett genauso viel Ahnung wie Politiker vom Leben außerhalb der Bannmeile. Natürlich gibt es junge Kollegen, die sich mit Politik beschäftigen im Kabarett, meine Damen und Herren. Wir haben einen heute Abend hier, einen echten Mainzer Bub. Der ist gerade der frisch gekürte Gewinner vom Comedy Cup in Hamburg, gegen 20 Konkurrenten durchgesetzt. Nächste Woche bekommt er hier in Mainz den Förderpreis des Deutschen Kleinkunstpreises 2008 überreicht. Mehr Empfehlungen können Sie gar nicht mehr haben. Hier ist Tobias Mann. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ja, danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir leben ja in verrückten Zeiten. Ja? Wenn du heute dein Geld auf die Bank trägst, musst du erstmal die Bonität vom Institut prüfen. Ja, muss ich sagen, wie sie investieren in Immobilien in den USA. Ja, das ist ja völlig bekloppt. Was soll man sich da noch verlassen? Auf die Oberen im Land? Auf die Politiker? Da, wo sich gerade die Alterssenilität breit macht? Ja, nur noch alte Männer, die brabbeln. Gut, nicht in der CSU. Nein, die hat sich ja jetzt, wo der Stoiber weg ist, verjüngt, sagen sie. Die Spitze hat sich verjüngt. Ja? Erwin Huber, ja? Beckstein, der Jungspund. Ja? Ja? Gut, der Seehofer hat es wenigstens noch geschafft, jüngst ein Kind zu zeugen. Ist noch der spritzigste von den dreien. Aber ansonsten ist er doch dünnes Eis. Dünnes Eis. Ja. Bei der SPD ist genauso. Nachwuchsprobleme, Personalprobleme in der Zeit nach Schröder. Heute wissen die Sozis, was sie an Schröder hatten. Damals konnten sie mit dem nicht so richtig anfangen. Dann haben sie gesagt, ach, dieser Gerhard, der passt so gar nicht zu uns Sozialdemokraten. Der macht so einen auf Kosmopoliten, auf intellektuellen Lebemann. Gut, da haben sie sich mit Kurt Beck jetzt erfolgreich von emanzipiert. Also, das haben sie geschafft, das haben sie geschafft, ja, also. Ja. Kurt Beck hinterlässt ja nur einen bleibenden Eindruck auf dem Polsterstuhl, von dem er gerade aufgestanden ist. Das ist ja... Ja, entschuldige Sie. Ja. Es ist ja...
hat ein Popularitätsproblem. Der wäre gern so ein kleiner Eisbär. So Knut Beck, die Sozi-Flocke. Ja? Und das ist wirklich, aber ich finde, wenn man sich mal anguckt, diese kleinen Eisbären und Knut Beck, die passen schon gut zusammen. Die haben viel voneinander. Ne? Beide stark behaart, ein bisschen tapsig und werden bald ausgewildert. Es ist... Ja, ja, es ist... Was ist er wild geworden, der Beck, als bei der Nokia-Affäre? Hat er direkt sein Nokia-Handy weggeschmissen und war sauer. Und ich glaube, da ist es dem Vorstand von Nokia eiskalt den Rücken runtergelaufen. Die haben gesagt, oh Gott, der Beck schmeißt's weg, oh Gott. Ja? Und Rüttgers direkt hinterher, ja? Der ist ja der Hammer, ja? Der hat ja direkt auch gesagt, oh Nokia, der Rüttgers, so schmeiß ich auch mein Handy weg. Entschuldigung, der war Ministerpräsident, als diese Verträge ausgehandelt worden sind mit Nokia. Also, liebe Wähler, ja, nicht das Handy entsorgen, sondern den Ministerpräsidenten. Das ist ganz wichtig, ja. Ganz wichtig. In Hessen hat's geklappt? Man weiß es noch nicht so genau, was dabei rauskommt. Für mich ist ja Roland Koch eine Laune der Natur. Ja, da hat sich der liebe Gott gedacht, Heuschrecken, Hungersnot, Flutwelle, Roland Koch. Das war, ja. Welche Plage schicke ich übers Land? Welche Plage schicke ich übers Land? Der Koch ist es geworden. Es ist, ja, ja, entschuldige, ich versuche sie nur brutalstmöglich aufzuklären. Ja, der Roland Koch ist ja für mich der Politiker mit der besten Ökobilanz. Er ist wie ein Hybridauto. Der zeigt schon seit Jahren, wie man mit wenig Leistung weit kommt. Das ist, ja, jedes Mal im Wahlkampf kommt er mit dieser rechtspopulistischen, mit diesem Wahlkampfdoping. Ja, und ich habe mich echt gefragt, ob es beim Hessen-Wahlkampf mit rechten Dingen, gut, mit rechten Dingen schon, aber es war ja alles ein bisschen seltsam, so vom zeitlichen Ablauf. Das war so ein bisschen so, als ob der Koch am Frankfurter Bahnhof rumgelaufen ist und dann so Schlägertypen gesucht hat. Hier, pst, ihr zwei, Tickets nach München, wie sieht's aus? Das war ja, wie die Faust aufs Auge hat das gepasst. Ja, und dann kam's natürlich, dann hat er durchgestartet. Ja, diese ausländischen Schläger, da waren sie wieder, die bösen Ausländer auf einmal. Ich frage sie, wo waren in dieser Diskussion die rechtsradikalen Schläger, die auch Leute krankenhausreif prügeln? Wo waren die? Die machen mir viel mehr Angst, weil die haben nämlich noch eine politische Lobby. Die NPD oder Roland Koch? Ja, nein, das muss man so sagen. Ich bitte Sie, ja, es ist so. Journalisten haben ja Roland Koch damit konfrontiert, dass viele Punkte, die er angesprochen hat, auch im Wahlprogramm von der NPD stehen. Wissen Sie, was er gesagt hat? Ah, ist doch besser, wenn ich das sag. Also Entschuldigung, Lieder von den Flippers waren auch nicht besser, wenn sie von U2 gespielt werden, ja. Scheiße bleibt Scheiße. Das muss man einfach... Ja, es ist so. Ganz im Ernst. Und mit so einer Kacke wollen die alle in die Mitte. Alle sind sie Mitte. Ja, auch Schäuble. Der ist nicht Mitte, der ist für mich völlig daneben. Ja, der rollt ja wie ein Panzer in unser aller Privatleben rein. Was will der? Jetzt will er auch noch Beichtstühle abhören. Ein bisschen spät, wenn Sie mich fragen, ja? Oder kann man auf Vorrat beichten? Ja, vor allem, was soll das für eine Terrorbekämpfung sein? Abhören von Beichtstühlen gegen den katholischen Extremismus in Deutschland? Ja, man trifft nicht viele Islamisten im Beichtstuhl. Ja, der würde uns ja am liebsten bis in unsere Träume verfolgen, der Schäuble. So eine Art Freddy Krüger auf Rädern. Das ist wirklich... Ja, und wir machen da ja alle mit. Wir sagen, jo, mach, wir haben ja Angst, wir Deutschen. Ja, Online-Durchsuchung, ach komm, mach. Wir haben auch einen Computer daheim, höre ich immer wieder. Ach, wir machen nichts Schlimmes. Können die ruhig alles wissen. Was die Leute aber vergessen, mittlerweile gehen viele elektronische Geräte zu Hause gehen ins Internet. Ihr Fernseher ist vielleicht schon direkt ans Internet angeschlossen. Stellen Sie sich mal vor, der Schäuble kriegt mit, was Sie daheim im Fernsehen gucken. Läuft bei Ihnen zu Hause viel Bruce Willis, hier stirbt langsam oder sowas, werden Sie vielleicht auf dem Weg zur Arbeit als Gefährder erschossen. Ja? Oder bei Ihnen daheim läuft zu viel RTL 2? Kriegen Sie das Wahlrecht entzogen? Ja? Wobei, die Idee ist eigentlich... Es ist ja nun kein Bildungsfernsehen, ja. Und das ist ja auch ein großes Problem. Bildung, viele gucken halt solche Sender und informieren sich nicht großartig. Und diese Leute werden ja auch nicht immer nur dümmer, die werden ja auch immer, ne? Also, das ist ja auch Adipositas, keine Oper übrigens. Also, die werden immer, die Fettleibigkeit ist ein ganz großes Problem. Hat ja jetzt unser Frauenverbraucherminister Seehofer, hat jetzt Statistiken veröffentlicht, die waren ja erschreckend. Fast jeder zweite Deutsche ist zu fett. Und hat der Seehofer sich gedacht, so, jetzt machen wir einen Aktionsplan. Und er hat eine Marketingagentur beauftragt, dass sie einen knackigen, einen aufrüttelnden Titel finden für diesen Aktionsplan. Und er hat diese Marketingagentur
in nächtelangen Meetings folgendes Motto herausgeschält: Mehr Bewegung und gesunde Ernährung. Boah, da wäre ich nie drauf gekommen. Das ist ja der Hammer. Geil hier, das ist... Und wie ist es, was haben Sie für Ideen für den Aktionsplan? Nö, keine Aktion, wenig Plan. Es ist nichts da. Der Seehofer will jetzt irgendwie so auf Lebensmittel in Ampelfarben einteilen und dann so genauere Definitionen von Nährwert und so. Das verstehen die Leute doch nicht, die es angeht. Sie haben die wenig Gebildeten, die... Wie, Kalorien, egal. Man muss drastischere Mittel finden, um die Leute schlanker zu kriegen. Warum, ich habe ein paar Ideen, warum druckt man auf Schokoriegel nicht so Warnhinweise wie auf Zigaretten? Ja, der Verzehr dieses Riegels gefährdet die Figur ihres Kindes schon während der Schwangerschaft. Oder so, ja? Oder dass sie in Zukunft Süßigkeiten nur noch im Freien konsumieren dürfen. Du, ich geh mal raus zu der Raucher, Snickers esse. Ja, so. Ja, ja, ja. Das wäre noch eine Idee, ja? Oder. Oder warum sorgt man nicht per Gesetz dafür, dass in Supermärkten die Süßigkeiten ganz oben gelagert werden? Dass die Leute so, es ist schon Jogging, ja? Oder wenn sie viele Süßigkeiten im Einkaufswagen haben, müssen sie an eine Spezialkasse. Da ist da nicht nur so ein Förderband für die Lebensmittel, sondern auch für sie selbst, während sie warten. So. Mensch, bist du schlank geworden? Ja, ich war Süßigkeiten kaufen. Ja, das wäre einfach mal eine Aktion. Ja. Oder... für mich die Hammeridee, aber warum macht man nicht die Eingangstüren von Fastfood-Läden schmaler? Ja? Aber auf so Ideen kommen die nicht, die Politiker, weil sie einfach zu alt sind. Keine jungen, frischen Ideen mehr da. Es ist überhaupt keine Jugend mehr in der Politik. Jugend, muss man in der Politik ja schon sagen, sind die Leute unter 50. Ja? Und wen haben wir denn da an jungem Blut? Ja? Ronald Bofalla. Das vorauseilende Gehorsam von Frau Merkel. Rein optisch so eine Mischung aus Ilona Christen und Helge Schneider. Ja. Und, ja, oder? Und wenn er redet, lache ich auch. Es ist also, ja, oder Markus Söder, das ist ja wirklich, das ist ja für mich das Pendant zum Streber, der in der Schule dem Lehrer die Tasche in der Hand hergetragen hat. Also, solche Leute treiben sich rum. Und warum gehen nur solche jungen Menschen in die Politik? Weil die nicht in die Disco reinkommen. Das ist, ja, wirklich. Da stellen Sie sich vor, an der Diskotür sagt dann der Türsteher: Hier, du, sorry, du kommst heute hier nicht rein. Na gut, dann gehe ich in die FDP. Das ist... Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Tobias Mann, an einer Stelle möchte ich leise widersprechen, denn auch früher schon sind Menschen in die Politik gegangen, weil sie sonst nirgendwo mitspielen durften. Ja, glauben Sie allen Ernstes, Roland Koch hätte mit 17 Jahren freiwillig extra einen noch nicht existierenden CDU-Ortsverband in seinem Dorf gegründet, wenn man den irgendwo anders hätte mitspielen lassen. Haben Sie das Foto mal gesehen, wie der Koch damals ausgesehen hat? Es gibt dieses Foto, wo der mit 17 da steht. Da sieht er schon genauso aus wie heute. Der hat denselben Anzug an, dieselbe Krawatte, derselbe Charme springt ihm aus dem Gesicht. Der Mann ist niemals jung gewesen, deshalb schimpft er auf alle jungen Leute. Das ist doch völlig klar. Wenn man das Bild sieht, kann man sich genau vorstellen, wie der Koch damals in der Tanzschule keine abgekriegt hat. Und jetzt erlebt er das wieder. Die Ypsilanti will ihn ja auch nicht. Die Ypsilanti will ihn. Seine eigenen Parteifreunde wollen nicht wirklich mit ihm spielen. Haben diesen Scheidungsbrief in der Zeit geschrieben. Da, ne? Hat sich jetzt Ole von Beust wieder von seinem eigenen Brief distanziert. Ole von Beust hat sich jetzt wieder hinter Roland Koch gestellt. Aber nur, damit er dem Koch nicht in die Augen gucken muss, wenn er über ihn herzieht. Nur die Merkel. Aus irgendeinem Grund hat die Merkel Verständnis für Roland Koch, meine Damen und Herren. Und die hat ja gesagt, es wäre die staatsbürgerliche Pflicht von Frau Ypsilanti,
sich mit Roland Koch einzulassen. Naja, die Merkel. Die hat doch bloß Angst, dass der Koch, wenn das in Hessen schief geht, bei ihr am Kabinettstisch landet, meine Damen und Herren. Das ist doch die Angst von der Merkel. Und so weit geht die Vaterlandsliebe von der Angela Merkel dann halt auch nicht. Aber einer muss sich doch erbarmen, oder? Eine muss ihn doch nehmen, die Ypsilanti oder die Merkel. Wie hat man früher jungen Frauen in solche Situation geraten? Mach die Augen zu und denk an Deutschland. Ich meine, wenn es Menschen gibt, die freiwillig im Dschungelcamp sich da mit allerlei unappetitlichem Getier, da muss es doch auch Leute geben, die freiwillig bereit sind, mit Roland Koch sich an einen Kabinettstisch zu setzen. Das muss doch, vielleicht kann der Koch ja auch selber mal den Gentleman spielen und dahin gehen, wo ihn die Wähler hingeschickt haben, nach Hause. Das wäre auch eine Möglichkeit. Der Mann kann doch in Rente gehen, oder? Der kann den Rest seines Lebens prima in der Münchner U-Bahn auf Streife fahren. Das wäre doch eine schöne Aufgabe. Das wäre doch mal was. Vom Feldherrenhügel an die Front, meine Damen und Herren, quasi. Und der Roland Koch könnte sich das mit der Rente locker leisten. Als Politiker kann man sich das leisten. Als Normalsterblicher können sich die Rente nicht mehr mit 65 mehr leisten. Wenn Sie heute in Rente gehen und Sie haben 35 oder 40 Jahre lang als Verkäuferin oder als Sekretärin gearbeitet, dann gehen Sie mit 850 Euro im Monat in Rente. Das ist ja eine realistische Zahl. 850 Euro im Monat. Da machen Sie erstmal ein Fass auf, oder? So, dann kündigen Sie am besten Ihre alte Wohnung und ziehen in das Fass. Denn jetzt kommt 10 Jahre lang keine Rentenerhöhung, oder wenn, dann eine, die man mit der Lupe suchen muss. Dafür 10 Jahre lang Preissteigerung, Inflation, 2% jedes Jahr. Letztes Jahr waren das sogar 2,7%. Sie sagen, es ist alles noch viel teurer geworden. Ja, aber das bilden Sie sich ja nur ein. Das hat der Michael Gloß gesagt, das sei gefühlte Inflation. Und das muss man statistisch auch sauber sehen. Natürlich, Butter ist 34% teurer geworden, haben Sie recht. Benzin ist 15% teurer geworden, Strom ist 10% teurer geworden. Bäckereiprodukte 10% teurer geworden. Ja, aber zum Beispiel Flachbildfernseher, die sind billiger geworden. Und Drucker und Computer auch. Das heißt, wenn Sie als mündiger Bürger die Inflation vermeiden wollen, müssen Sie nur die richtigen Produkte kaufen. Warum schmieren Sie immer Butter aufs Brot? Schmieren Sie mal einen Drucker aufs Brot, ist doch kein Problem. Michael Gloß, wieso ist der bei uns Wirtschaftsminister geworden? Weiß das einer? Lothar Matthäus hätte doch auch Zeit gehabt. Ich meine. An einem Begriff wie der gefühlten Inflation erkennen Sie, dass unsere Politiker keinen Bezug mehr zum Alltag haben, in dem ihre Wähler leben. Ganz im Gegensatz zu meinem nächsten Gast, Klaus Eckel, der kommt aus Wien. Und sein Thema, das sind die Helden des Alltags. Der ist ein Experte für die Helden des Alltags. Er beschäftigt sich mit den kleinen und großen Dingen, die unser Leben begleiten, es versüßen, es versalzen. Hier ist der Preisträger des Salzburger Stiers 2007 aus Wien, Klaus Eckel. Dankeschön, grüß Gott, Klaus Eckel aus Wien. Ja, ich beschäftige mich mit Gegenständen, weil ich bin draufgekommen, Gegenstände sind sehr mächtig in unserem Alltag. Das fällt mir immer beim Auto auf. Wenn man sich beim Auto ja nicht anschnallt, dann macht das Auto doch immer die ganze Zeit bing, 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 bing. Also das Auto erzieht mich. Ich schnalle mich dann an, allein dem Auto zuliebe. So, jetzt habe ich mal am Beifahrersitz eine schwere Sporttasche stehen gehabt. Jetzt hat mein blödes Auto geglaubt, da sitzt wer. Bing, 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 habe ich die Sporttasche angeschnallt. Da hat er den Polizist gesehen, habe ich einen Alkotest machen müssen. Ja? Aber Gegenstände helfen uns auch bei Gefühlen zum Beispiel. Es gibt jetzt eine Uhr, eine Pulsuhr am Markt, die misst den Puls vom Gesprächspartner. Das ist ganz neu. Ich meine, das ist sehr gut in Beziehungen. Ja? Weil als Mann, dir fehlt ja oft das Gefühl vom Thema. Dann schaust du auf die Uhr, siehst du, ui, die ist auf 170.
Themawechsel, ja? Sehr gut ist die Uhr auch beim Paarungsakt. Sehr gut. Weil wenn die Partnerin wieder mal so leidenschaftlich stöhnt, so schaut man einfach auf die Uhr und sagt, Moment Schatz, du hast einen 40er Puls. Du bist eigentlich im Standby-Modus. Ja, das kann man. Und ich habe mich jetzt sehr mit Gegenständen auseinandergesetzt, weil wir umgeben uns mit so vielen Gegenständen. Und ich habe sehr viele Lieder geschrieben über Gegenstände. Weil haben Sie gewusst, es gibt auf der Welt 7 Millionen Lieder über das Thema Liebe, aber es gibt kein einziges Lied über Raufasertapeten. Dabei hält die oft länger. Ja? Und da für mich Gegenstände Persönlichkeiten sind, haben sie auch Namen bekommen, weil wir spiegeln uns in den Gegenständen. Ja, so, der erste. Wer steht auf der Straße und das schon ziemlich lange? Wer steckt ganz oben auf einer Eisenstange? Wer wirkt frustriert, ist stets nach vor geneigt, weil nie wer wegen ihm aufs Bremspedal mal steigt? Das ist der Heinze, das 30er-Zonen-Schild, ja Heinze, der sich so beschissen fühlt. Er war mal eine Vorrangtafel und sehr populär, doch er wurde umlackiert, jetzt hat er sehr schwer. Hinterm Heinz steht der Radarkasten Veit, dem geht's super, der blitzt die ganze Zeit. Und er sagt, hey Heinz, wir sind eine Symbiose, ich bring die Kohle, du wirfst dich in Pose. Heinze, das 30er-Zonen-Schild, Heinze, der sich so beschissen fühlt. Er zeigt motiviert das Tempo an, doch nicht mal Nordic Walker halten sich daran. Das war der Heinz, ja. Das war... ja. Verkehrsschilder sind sehr arm, sehr arm. Ich kenne zum Beispiel ein Vorsicht-Wildwechselschild, das hat noch nie ein Reh gesehen. Ja? Es gibt auch Verkehrsschilder, die verstehe ich gar nicht. Ja, die versteht ja keiner. Zum Beispiel Vorsicht-Steinschlag. Bitte, was soll ich bei Vorsicht-Steinschlag machen? Soll ich da langsamer werden, schneller werden oder warten, bis er kommt? Ja? Der nächste, der passt auf Sie auf, wenn Sie Probleme haben. Das ist ein Schlechtwetterfreund in Ihrem Leben. Anton. Sie haben ihn sicher zu Hause. Anton ist ein Zwieback, hängt im Regal herum. Er ist 5 Jahre alt, steht vorm Basilikum. Beim Essen steht der Anton nur ganz selten da. Er wird halt nur genossen, wenn man kotzen war. Zwieback hat ein Imageproblem, aber leid, es ist so traurig. Es gibt auch ganz kurze Lieder über Gegenstände, mit denen ich abrechne. Zum Beispiel mit dem. Das ist eine Abrechnung. Manchmal kaufe ich einen Apfel und den schaue ich böse an. Weil wir sind nicht im Paradies und er ist schuld daran. Aber die meisten Gegenstände sind arm in unserem Leben, weil sie helfen nun, keiner dankt es ihnen. Zum Beispiel der nächste, also das nächste. Ein Fieberzäpfchen. Wie geht das weiter? Huh? Das weiß ich auch noch nicht. So, doch ein Fieberzäpfchen vor Ärger voll auszuckt, als es sein Besitzer mit Wasser runterschluckt. So ein Trottel, das kann nicht sein, ich gehöre ganz woanders rein. Die Speiseröhre muss sich plagen, schleicht dich, ruft der Boß der Magen.
Das Lied heißt, gib dem Beipackzettel eine Chance. Ja. Ja. Die große Ungerechtigkeit auf der Welt, sage ich Ihnen, spiegelt sich in den kleinen Gegenständen wider. Überall, das siehst du in den Milky Ways, beim Edgar, der kann ein Lied davon singen. Ja? Edgar ist der Milky Way in Zellophan verpackt. Drei Kollegen liegen neben ihm, die meiden den Kontakt. Weil wenn man sie kauft, das lässt sie nicht in Ruhe. Kriegt der Kunde Edgar gratis mit dazu. Vier zum Preis von drei. Edgar ist einfach nur dabei. Er sitzt halt nur mit dem Boot als Lockangebot. Die anderen drei Milky Ways regt das auf, weil sie wissen, dass man sie nur wegen einem vierten kauft. Und auch Edgar fühlt sich geneckt, er möchte mehr sein als ein Werbeeffekt. Drum fordert Milky Way seit Jahren schon, für gleiche Leistung wollen wir gleich. Das hat 17 Strophen, das Lied. Das ist ein Gewerkschaftslied, das hört nie auf. Ja, das ist. Ich spiele Ihnen jetzt zum Schluss noch einen vor, den Sie sicher kennen. Der heißt Kurt und ist ein Kondom. Kurti, das Kondom, ist in Plastik eingepackt. Er wartet schon seit Jahren auf den großen Akt. Jetzt ist er abgelaufen, das macht ihn ziemlich trist. Sein Käufer war beim Kauf ein Optimist. Doch plötzlich spürt der Finger die Zehen an ihm rum. Jetzt hat er seinen Auftritt, vielleicht bei Heidi Klum. Voller Freude blickt der Kurt das Tageslicht. Naja, die ist nett, die Heidi ist es nicht. Der Mann erzählt der Frau, im Bett wäre ganz gut. Kurt denkt sich enttäuscht, da reicht ein Fingerhut. Trotzdem rollt er sich ein paar Zentimeter aus. Gemeinsam machen sie heute Nacht einfach das Beste draus. Doch Kurt merkt die Jahre, macht ihn porös. Er ist halt nicht mehr dicht, das macht ihn schon nervös. Plötzlich fühlt er sich mit Millionen Samenzellen. Die machen Druck auf die undichten Stellen. Alle wollen weiter die volle Drängerei. Und Kurt kann sich nicht wehren und lässt sie alle frei. Das ist. Der Mann zieht zufrieden den Kurt von sich herunter, spült ihn ahnungslos im Klo hinunter, aber das tut den Kurt überhaupt nicht kränken. 9 Monate später wird er an ihn denken. Dankeschön, Dankeschön. Klaus Eckel aus Wien. Meine Damen und Herren, kämpfen Sie auch so mit diesen neuen Wortungetümen, mit diesen neuen Ausdrücken, mit denen man uns immer quält. Wenn Sie jetzt mal hören, das biometrische Risiko des Einkommensmangels infolge Langlebigkeit. Wissen Sie da spontan, wovon die Rede ist? Das biometrische Risiko des Einkommensmangels infolge von Langlebigkeit, das klingt wie ein Romananfang von Günter Grass. Ist aber von Rürup. Ja? Einkommensmangel infolge Langlebigkeit ist Rürup-Sprache für Altersarmut. Großartig, oder? Wir müssen uns an so viele neue Ausdrücke gewöhnen. Ja, wir dürfen ja nicht mal Unterschicht sagen, haben Sie mitbekommen. Unterschicht ist diskriminierend, also zu eindeutig. Jetzt müssen Sie Prekariat sagen. Sie müssen Prekariat sagen, damit die Unterschicht nicht merkt, wenn wir über Sie sprechen. Sie dürfen auch nicht mehr Deppen oder Idioten sagen. Sie müssen sagen, bildungsferne Schichten. Das ist sehr elegant formuliert, bildungsferne Schichten. Es gibt demnächst auch keine Armen mehr, da gibt es einkommensferne Schichten. Und wer so redet, ist nicht blöd, der ist geistig herausgefordert. In Zeiten, in denen Arbeitnehmer nicht mehr entlassen, sondern freigesetzt werden, ist man extrem geistig herausgefordert, meine Damen und Herren. Früher, das Unmögliche nannte man früher die Quadratur des Kreises.
Heute nennen wir das große Koalition. Da erwarten die Leute sinnvolle Kompromisse. Wie soll es gehen? Ein Fußballer und ein Handballer können sich nicht darüber einig werden, mit welchem Körperteil man den Ball nicht berühren kann. Oder darf. Das muss man sich doch entscheiden für eine Sportart, oder? So gibt es doch Themen, da gibt es keine Kompromisse. Mindestlohn. Was wollen Sie da Kompromisse machen? Entweder Sie sind dafür, dass Menschen, die arbeiten gehen, von dem Lohn, den sie kriegen, auch leben können. Also entweder Sie sind für Mindestlohn oder Sie sind ein Arschloch. Da kann man doch keine Kompromisse machen. Aber wir müssen diese ganzen neuen Ausdrücke lernen. Wir sagen nicht mehr Lehrling, wir sagen Azubi. Wir sagen nicht mehr Sklave, wir sagen Hausfrau. Wir sagen nicht mehr Verarschung, wir sagen parlamentarische Demokratie. Und kennen Sie schon das neue Kürzel für raffgieriges, asoziales Pack? Nokia. Aber über Nokia schimpfen, ja. Über Nokia schimpfen ist auch wieder bildungsfern. Denn Nokia erfüllt nur seine Aufgabe. Die Aufgabe von Nokia ist ja nicht, Arbeitsplätze herzustellen oder zur Verfügung zu stellen. Die Aufgabe von Nokia besteht darin, für die Nokia-Aktionäre das biometrische Risiko des Einkommensmangels infolge von Langlebigkeit zu minimieren. Das ist die Aufgabe von Nokia. Wir haben dieses demografische Problem in Deutschland. Wir Deutschen sterben aus. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was dem Planeten vor der Klimakatastrophe noch passieren kann. Wenn die Deutschen aussterben. Haben die Afrikaner schon gesagt, wenn die Deutschen nicht mehr sind, da wollen wir auch nicht mehr. Ne? Das sehen die Schweizer völlig anders übrigens. Ja? Die Schweizer sagen nicht, die Deutschen sterben aus. Die Schweizer sagen, es gibt zu viele Deutsche in der Schweiz. In der Schweiz gibt es eine Diskussion, die sagen, es gibt eine Überfremdung durch zu viele Deutsche in der Schweiz. Ja, wir Deutsche sind praktisch in der Schweiz die Türken. Fragen Sie mal die beiden Kollegen, die jetzt kommen. Die kommen aus der Schweiz. Die haben eine völlig eigene Kunstform entwickelt. Meine Damen und Herren, da gibt es doch gar keinen richtigen Ausdruck für. An dem Ausdruck arbeitet die Rürup-Kommission noch. Das Duo ohne Rolf, das unterhält sich und sein Publikum mit lautlosen Worten. Da sind Sie geistig herausgefordert, ne? Lautlose Worte, man kann das auch nicht beschreiben, das kann man sich auch nicht vorstellen, das müssen Sie einfach sehen, meine Damen und Herren. Hier sind die Gewinner des Prix Pantheon 2007, das Duo ohne Rolf.
Das war das Duo ohne Rauf, und das war es leider schon wieder für heute Abend. Die Zeit ist um. Heute Abend beim Kabarett auf Dreisat dabei Tobias Mann. Klaus Eckel.
Nur ohne Rolf. Meine Damen und Herren, machen Sie es gut. Machen Sie es gut, wenn Sie morgen Rosenmontag-Karnevalisten treffen, seien Sie tolerant. Es gibt einfach Leute, die dekorieren gerne mal das Brett für ihrem Kopf mit einer Luftschlange. Schönen Abend noch. Danke.